Herzlich willkommen zu Let's Talk About Science, der Talkshow über die Fachbereiche der Universität Bremen. Dieser Fachbereich gestaltet die Bildungszukunft unserer Gesellschaft. Praxisnahe und reflexive Forschungen ermöglichen eine Lehrerbildung, die verschiedene Elemente der Pädagogik miteinander verknüpft. Aus Fachbereich 12 Bildungs- und Erziehungswissenschaften begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Jasmin Karakaşoğlu. Sie sind Leiterin des Arbeitsbereichs Interkulturelle Bildung und sind Professorin am Fachbereich. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Außerdem begrüße ich Jens Wittmeier. Sie sind Student am Fachbereich und im sechsten Semester des Masterstudiengangs Bildungswissenschaften des Elementar- und Primarbereichs. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Frau Karakaşoğlu, es gibt ja wirklich eine riesen Bandbreite an Themen, die an Fachbereich 12 angesiedelt sind. Was würden Sie denn sagen, sind die zentralen Forschungsschwerpunkte? Ja, wir befassen uns am Fachbereich 12 vor allen Dingen mit Bildungsprozessen innerhalb und außerhalb von Schule, mit Unterricht, aber auch mit Bildungsprozessen von Jugendlichen und Erwachsenen, die außerhalb von Schule stattfinden. Und bei uns geht es vor allen Dingen um die Frage, wie kann man Bildungsgerechtigkeit herstellen oder wie wird im System Bildungsgerechtigkeit, aber auch vor allen Dingen Ungerechtigkeit hergestellt und wie kann man das in verschiedenen Formen von qualitativer und quantitativer Forschung erforschen und Einblicke bekommen, wie das System dann auch verändert werden kann. Es geht also immer auch um praxisnahe Forschung. Hätten Sie denn ein Beispiel für diese Forschungen qualitativer oder quantitativer Art? Ja, wir untersuchen zum Beispiel in Projekten über die Mediennutzung von Jugendlichen, wie die Digitalisierung in die Lebenswelten von Jugendlichen Eingang hält und inwiefern das für die Schule eigentlich ein Aspekt ist, den sie berücksichtigen müsste in ihrer Unterrichtsgestaltung. Wir untersuchen, wie Lehrer und Lehrerinnen sich zu Schülern und Schülerinnen verhalten, was sie im Unterricht zum Beispiel, wie sie ihre Schülerinnen adressieren, inwiefern sie durch die Art, wie sie mit Schülern und Schülerinnen interagieren, schon gesellschaftliche Ungleichheit sozusagen mitherstellen oder unterstützen, beziehungsweise was sie tun können und auch selber tun, um hier gegenzusteuern, durch besondere Formen von inklusivem Unterricht zum Beispiel. Also gesellschaftliche Phänomene wie Bildungsungerechtigkeit, Digitalisierung, was noch? Berufliche Bildung ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit im Fachbereich 12. Es geht um die Ausbildung von Berufsschullehrern und Lehrerinnen, aber es geht auch um die duale Berufsausbildung weltweit. Also wie kann das, was in Deutschland gut funktioniert, diese duale Berufsausbildung in die Welt hinein gebracht werden? Wo wird das noch anderswo umgesetzt? Wie machen die das jeweils in unterschiedlichen nationalen Kontexten? Das ist ein Aspekt unserer internationalen Forschung, etwa mit Namibia oder mit Indonesien. Herr Wittmeier, Sie als Studierende am Fachbereich 12, Diversität scheint sehr groß geschrieben zu sein an diesem Fachbereich. Was war denn für Sie der Beweggrund, Bildungs- und Erziehungswissenschaften zu studieren? Ja gut, die Entscheidung war erstmal, ich habe mich dazu entschieden, Grundschullehramt zu studieren. Das ist dann natürlich der Fachbereich mit angesiedelt. Und die Entscheidung dazu war dann, dass ich schon mal vorher ein anderes Studium durchgeführt habe und da habe ich dann nach einer bestimmten Zeit gemerkt, das macht mir nicht ganz so viel Freude und habe währenddessen in der Grundschule schon als Nebenjob gearbeitet und habe gemerkt, die Arbeit macht mir viel mehr Spaß als alles, was ich vorher in der Uni an theoretischen Ideen hatte und habe gedacht, dass da hätte ich mehr Spaß dran, da auch wirklich zu lernen, etwas in die Praxis zu gehen und da ein Studium zu ergreifen und dann habe ich mich beworben und letztendlich ist es jetzt Bremen geworden. Genau, und bin jetzt auch sehr gerne dabei. Dann bleiben wir mal bei Ihrer Faszination. Was ist denn das Interessante an Fachbereich 12? Also das Interessante ist im Allgemeinen gesagt jetzt für mich, also ich habe sehr viele Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderungen in meiner Kindheit gehabt und dort sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und das Thema Inklusion und Diversität, das sind so Stichpunkte, die bei mir immer auf ein sehr interessiertes Gehör stoßen und damit möchte ich mich sehr viel auseinandersetzen. Und das kann ich in diesem Fachbereich und kann mich darüber austauschen in Seminaren
oder in der Praxiserfahrung auch gucken, wie es läuft. Und genau das habe ich dort gefunden. Und das war mir vielleicht vorher nicht so viel bewusst, aber ich habe es gemerkt, dass es ein großes Thema ist. Frau Karakaşoğlu, wie spiegelt sich das denn in den Studienangeboten wider, zum Beispiel Inklusions- oder interkulturelle Bildung? Ja, wir haben im Fachbereich einen großen Schwerpunkt in der Inklusion. Das ist auch bundesweit einzigartig, wie das bei uns in Bremen etabliert ist. Erstens muss man ja sagen, dass Bremen das Bundesland ist, das seit 2009 versucht, Inklusion wirklich auch in der Schule, in sämtlichen Schulen umzusetzen. Und wir brauchen Lehrkräfte, die in der Lage sind, dort eben auch als inklusionsorientierte Lehrer und Lehrerinnen in sämtlichen Fächern, sowohl die Fachleute, die Inklusionspädagogen, die Inklusionsspezialisten, wie auch alle Lehrkräfte, die in Schule unterwegs sind, müssen etwas darüber wissen, wie man den Unterricht inklusiv gestaltet. Und das ist also ein wichtiger Bereich, den man von der, vom Elementarbereich bis hinein in die Sekundarstufe 2 behandelt. Das ist Bestandteil unseres Studiums. Und dann haben wir einen Schwerpunkt in interkultureller Bildung, also Bildung in Migrationsprozessen. Bremen ist eine Stadt, in der die Schulanfängerinnen zu 60% mittlerweile aus Familien kommen, die nicht Deutsch als Erstsprache sprechen. Von daher ist das ein wichtiger Aspekt der Veränderung unserer Bremer Stadtgesellschaft, auf die sich Lehrer und Lehrerinnen einstellen müssen. Und das ist bei uns anders als in anderen Bundesländern in der ganzen Breite, nicht nur in Bezug auf Deutsch als Zweitsprache, sondern auch in Bezug auf die vielfältigen Hintergründe, die Kinder und Jugendliche mitbringen in Schule und das Thema Diskriminierung und Rassismus. Das sind genuine Bestandteile unserer Lehramtsausbildung. Sie haben ja auch schon angedeutet, dass also Inklusionspädagogik und auch interkulturelle Bildung, das sind besondere Schwerpunkte in Bremen. Was sind denn sonst noch die besonderen thematischen Schwerpunkte an der Uni Bremen für Fachbereich 12? Ja, wir haben auch einen Schwerpunkt in der Digitalisierung. Ich glaube, das habe ich vorab schon mal gesagt. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, der sowohl bei der Berufsschulbildung eine Rolle spielt, wie auch in sämtlichen allgemeinbildenden Studiengängen. Und der sowohl im Querschnitt verankert ist, wie auch im Schwerpunkt einer Professur, die sich mit Medienbildung beschäftigt in unserem Fachbereich. Und der ganze Bereich der Heterogenität, wie wir schon gesagt haben, spielt eine wichtige Rolle. Inklusion, berufliche Bildung und jetzt muss ich sagen, das sind die Schwerpunkte des Fachbereiches, ja. Und zu einem der Schwerpunkte, nämlich Inklusionspädagogik, haben wir auch Videomaterial vorbereitet. Das schauen wir uns jetzt mal an. Da werden die Grundelemente gezeigt. Kernanliegen des Projekts war es, Materialien zu insgesamt 30 Kernthemen der inklusiven Pädagogik zu erstellen und die für Studierende zugänglich zu machen. Inklusion wäre für mich, wenn alle Menschen, egal ob mit Behinderungen, dick, klein, schlau, seelisch eingeschränkt und so weiter, alle akzeptiert und nicht angeschaut werden. Und nicht gefragt wird, was oder warum ist der so. Außerdem, wenn jeder Mensch, der Unterstützung benötigt, diese auch unbürokratisch bekommt. Für mich selber heißt Inklusion, dass alle gemeinsam am selben Gegenstand lernen, aber jeder mit einem anderen Ziel und jeder in seinem eigenen Tempo. Das sind Sachen, die klappen nicht immer zu 100%. Aber ich würde sagen, zu 90% schaffen wir es hier in der Klasse, das umzusetzen, dass wirklich alle denselben Lerngegenstand haben. Es gibt also eine sehr starke Verzahnung von Theorie und Praxis. Was gibt es denn, könnten Sie Beispiele nennen, für sonst andere Praxisbeispiele im Fachbereich 12?
Ja, wir machen die gesamte Lehramtsausbildung durchzieht sozusagen diese Verknüpfung von Theorie und Praxis. Schon am Ende des zweiten Semesters beginnt man mit einem Orientierungspraktikum in der Schule, um sich erstmal die Schule nochmal von außen anzuschauen. Denn wenn man ins Lehramtsstudium kommt, dann ist man ein Student, eine Studentin, die ja die Schule von innen als Schülerin schon sehr gut kennt und eine Perspektive auf Schule hat. Und es geht dann darum, erstmal die Perspektive zu verändern, also in eine reflexive Perspektive zu kommen, in der man von außen auf Schule draufschaut und erkennt, wie bestimmte Mechanismen in Schule funktionieren, wie Unterricht funktioniert, welche Rolle Lehrer und Lehrerinnen in der Schule spielen. Dann haben wir weitere sogenannte praxisorientierte Elemente im Studium des Lehramts. Da geht es dann darum, in den beiden Fächern, die man ja verpflichtend studiert, nochmal Einblicke zu bekommen, wie Unterricht gestaltet wird. Das sind 3 Wochen. Und später dann im Master gibt es ein Halbjahrespraktikum. Und all das ist immer eingebettet in theoretische Reflexion dessen, was man da in Schule praktisch erprobt hat oder beobachtet hat. Es geht auch sehr viel darum, dass man in der Lage ist, theoretisch angeleitet, analytisch zu beobachten, um eine Lehrerin-Persönlichkeit Schritt für Schritt zu entwickeln, bis hin zum Referendariat. Da gehen dann die Studierenden aus dem Studium raus ins Referendariat, um dort dann eben eine akademisch bestmöglich ausgebildete Lehrkraft zu werden. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle sagen, diejenigen, die nach dem Bachelor feststellen, sie wollen doch nicht in die Schule gehen, und dafür sind diese Praxisphasen auch sehr geeignet, das zu erkennen, ob man das möchte oder nicht, ist ja eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit als Lehrer oder Lehrerin, quasi ganze Schülerbiografien zu bestimmen. Wir wissen das von uns selber, wie sehr uns Lehrer und Lehrerinnen geprägt haben. Und es kann sehr gut sein, dass jemand sagt, also das ist dann vielleicht doch nicht meins, aber ich möchte Pädagogik weiter betreiben. Ich möchte im außerschulischen Bereich mit Jugendlichen arbeiten. Ich möchte Konzepte erstellen für Erwachsenenbildung oder ich will forschen über pädagogische Fragestellungen. Das ist möglich, indem man in den außerschulischen Master, der wird auch bei uns angeboten im Fachbereich, geht und dort mit Organisationsentwicklung vertraut gemacht wird und wieder mit dem Thema auch Diversität aus der Perspektive des außerschulischen pädagogischen Handlungsfeldes oder der Handlungsfelder, muss man sagen, denn die Gesellschaft ist ja durchzogen von unterschiedlichen pädagogischen Handlungsfeldern, in denen man tätig werden kann, von der Volkshochschule bis zu einer beruflichen Weiterbildung im Rahmen eines Betriebs. Das schlägt ja auch, glaube ich, ganz gut den Bogen zur gesellschaftlichen Relevanz und auch mit dem Wahrnehmungsproblem, das unter Bildungs- und Erziehungswissenschaften manchmal ja leiden. Ja, das stimmt. Uns wird gerne unterstellt, dass wir im Grunde genommen Dinge tun, die jeder kann, weil jeder schon mal in der Schule gewesen ist und deswegen die Schule ja kennt oder weil man vielleicht als die Handlungsweisen der eigenen Eltern beobachtet, das alles irgendwie pädagogisch, also quasi Pädagogik betrifft unseren gesamten Alltag und wir glauben, dass das naturwüchsig zu erlernen ist und dass das so eine Art Handwerk ist. Und auch Forschung im Hinblick auf pädagogische Felder wird gerne betrachtet unter der Perspektive, dass das ja keine harten Daten wären, die man da erzielt. Aber es geht vor allen Dingen, das ist natürlich ein Vorurteil gegenüber der Pädagogik und gegenüber der erziehungswissenschaftlichen Forschung, denn sie hat einen sehr analytischen, sehr reflektierenden Blick auf die pädagogische Praxis und kann uns über bestimmte Strukturen und Mechanismen, in die wir eingebunden sind, sehr aufschlussreiche Sichten liefern, die wir brauchen, um diese Strukturen auch zu verändern. Sonst würde unsere Gesellschaft ja gar nicht in eine Zukunft sich hineinentwickeln, in der sie aus der Vergangenheit etwas gelernt hätte. Auf jeden Fall. Herr Wittmeier, wir haben gerade über dieses gesellschaftliche Wahrnehmungsproblem gesprochen. Wie waren denn Ihre Erwartungen, oder sofern Sie welche hatten, bevor Sie angefangen hatten, an Fachbereich 12 zu studieren? Meine Erwartungen, ja, das ist tatsächlich, also diese Klischeebilder sind auch schon im Kopf vorhanden, so dass man auch so, man hat so seine Fächer, die sind so erstmal der Fokus, dann sagt man ja, ich studiere Mathe, Sachunterricht und Deutsch, Erziehungswissenschaften muss ich dazu machen, klar, aber wenn man dann im Studium da reinstartet und mit den Inhalten konfrontiert wird, in den Seminaren oder in den Praktika erst recht, dann erfährt man halt, dass das ein super wichtiger Teil dieses Studiums ist. Weil das genau die Verknüpfung ist, also diese Ideen zu haben von Unterricht und dann wiederum, wie kann ich die weiterentwickeln, wie können wir da mit Inklusion arbeiten. Und das ist ein ganz großes Thema gewesen. Und da habe ich
in meiner Erfahrung im Studium sehr viel von profitiert, dass es diesen Fachbereich und diese Seminare darüber gibt. Und wenn ich jetzt an die Praxiserfahrung denke, das ist so das, was vielleicht am präsentesten für einen selber ist, ja, da bleibt viel hängen und es sind auch die wichtigsten Phasen und auch, wie Sie vorhin schon sagten, diese Verzahnung von Theorie und Praxis, die immer wieder gefordert wird und die eigentlich da sehr gut stattfindet dann. Es gibt also genügend Möglichkeiten, sich praktisch auszuprobieren, um zu schauen, ob das was für einen ist. Und die Möglichkeit gibt es ja auch, Unterricht mitzugestalten. Die Grundschulwerkstatt ist ja so ein Lehr-Lernlabor, wo man zusammenkommt und Unterricht konzeptualisieren kann. Ich glaube, Sie hatten da ja auch schon Berührungspunkte mit. Da haben wir auch Bildmaterial vorbereitet, eine Fotostrecke. Das ist jetzt ja so eine Infowand mit den Fachausrichtungen von Fachbereich 12. Und das sind jetzt quasi visuelle Eindrücke, was vielleicht in dieser Grundschulwerkstatt gemacht wird. Wie waren Ihre Erfahrungen? Also ich tatsächlich habe ich die Grundschulwerkstatt immer als einen Raum empfunden, wo man sich treffen kann mit Gleichgesinnten und zusammen ja, entweder Unterricht plant, Seminare macht oder hält, sehr viel praktisch arbeitet, also wirklich auch dann auch mit Kindern vielleicht sogar Unterricht dort durchführt. Das habe ich persönlich jetzt noch nicht so erfahren, aber was meine klaren praktischen Einblicke waren so, dass ich bin angekommen an der Uni und der erste Treffpunkt war die Grundschulwerkstatt, um seinen Stundenplan zu machen erstmal. So, da sitzen halt ältere Studierende, die ja, Zeit für dich haben und sich um dich kümmern. Und du kannst dich gut mit denen austauschen, Unterricht planen, wie ich schon gesagt habe. Genau. Das war so mein Bezugspunkt dazu. Und es gibt dann ja auch noch die schulnahen Praktika, wo man wirklich an Schulen hospitiert und Unterricht zuschaut. Genau, die gibt es auch. Und die ja, die sind so in der Struktur, haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen, mit der, wie nach welchen Zeiträumen das immer stattfindet. Die sind schon so sinnvoll gewählt. Ich persönlich muss sagen, das ist auch mal so, dass aus den Studierenden kommt, wir brauchen mehr. So, dann sage ich aber, ich bin auch selber dafür verantwortlich. Ne? Also ich arbeite seit dem zweiten Semester nebenbei in der Schule und suche mir da meine Praxiserfahrung. Aber die Uni könnte in meinen Augen natürlich da auch noch mehr machen. Aber das ist natürlich auch eine Entwicklungsphase. Wir haben jetzt dieses Praxissemester, was super toll ist. Und da hat man ganz tolle Erfahrungen auf jeden Fall gesammelt. Frau Karakaşoğlu, wer sollte denn am Fachbereich 12 studieren? Was sollte man als potenzieller Studieninteressierte mitbringen? Man sollte Interesse an Bildungsprozessen, an der Gestaltung von Bildungsprozessen mitbringen. Man sollte auf jeden Fall erkennen, dass der ganze Bereich des Lehramts etwa ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Bereich ist und dass man da als Lehrer und Lehrerin eine hohe Verantwortung hat. Man sollte Begeisterung für die Vermittlung von Wissen, aber auch für die Begleitung von Sozialisations- und Bildungsprozessen von Kindern und Jugendlichen mitbringen. Man muss ganz viel auch an Bereitschaft mitbringen, sich selbst immer wieder in Frage zu stellen, zu reflektieren. Und man sollte nicht denken, dass das Lehramtsstudium wirklich so etwas ist wie ein Handwerk, das man einfach erlernt und dann umsetzt, sondern da ist man ein permanent und stetig lernender Mensch. Und das wird einem schon im Studium nahegebracht, dass man auch immer wieder sich weiterentwickeln muss, sich in Frage stellen muss, die eigenen Handlungen, die man vollzieht im Unterricht, reflektieren, am besten im kollegialen Zusammenhang und natürlich mit viel Wissen unterlegt und Analyse. Dazu braucht man auch ein theoretisches, ein akademisches Studium, das wir eben an der Universität bieten und bei dem wir hoffen, dass wir in der Begeisterung, wie wir das auch rüberbringen, dass wir da diese Begeisterung unseren Studierenden so vermitteln, dass sie bei ihnen auch ankommt und dass das sie trägt über den ganzen Verlauf ihres Studiums bis hinein dann in den Beruf. Ein Fachbereich also, bei dem Studierende und Wissenschaftsschwerpunkte aus verschiedenen Disziplinen zusammenkommen. Die Bildungs- und Erziehungswissenschaften werden künftig noch mehr an Relevanz gelangen, um gesellschaftliche Phänomene mitzugestalten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Jasmin Karakaşoğlu und bei Herrn Jens Wildmeier. Schön, dass Sie heute meine Gäste waren. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, vielen Dank.